Money. Hallo. Was? Mit Money. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Yes, du nimmst auf? Ja, kannst ruhig da bleiben, wenn du willst. Kannst aber auch gehen, wenn du willst, aber es ist eh egal. Professionell war bei mir noch nie irgendwas. Übrigens, das Thema für heute sind Streams. Deswegen ist der Reudel auch dabei. Ich ist einfach nur so dabei. Aber das ist die Ausrede. Denn wir beide streamen in letzter Zeit öfter zusammen und ihr könnt da auch reinschauen. In der Beschreibung sollte mittlerweile mein Stream-Account verlinkt sein. Da ist ich Poseidon_007. Und da wird es wahrscheinlich ab jetzt immer irgendwann regelmäßige Streams kommen. Ich weiß noch nicht an welchem Tag das müssen und zu welcher Uhrzeit, das müssen wir uns noch ausmachen. Könnt ihr mal in die Kommentare oder so schreiben, wenn ihr wollt. Übrigens, die Anna-Sophie sagt, wenn du peinlich wirst, komm, geht sie weg. Ja, da kann sie ruhig weggehen, ich werde peinlich, auf jeden Fall. Nein, komm bitte. Ja, eh nicht. Was ist morgen gescheit? Ja. Es wird schwer, nicht peinlich zu werden. Ich bin's so gewohnt. Ja, und deswegen, da werde ich öfter Spiele spielen wie The Patch of Exile. Wobei das noch komischerweise nicht funktioniert, aber da schauen wir noch. Oder ich noch. Dann vielleicht mal Terraria, wenn das bessere Internet dann da ist. Auf jeden Fall Minecraft, sehr viel. Jump World wahrscheinlich recht viel. Minecraft Jump World gefällt mir recht gut. Habe ich jetzt ausprobiert und die sind alle nicht schwer, die Maps. Und recht lustig zum Zocken. Ja, und was kommt bei dir so, René? Weißt du was, ich schreibe nur irgendwas. Du nimmst das jetzt nicht im Ernsthaft auf. Doch. Was spielst du gerade? Minecraft, das Let's Play, Folge 8. Ah. Also baust gerade Singleplayer, hab. Ja, genau. Streamst du das gerade gleichzeitig, oder was ist los? Nein, nein, ich baue es nur. Ich sollte offline sein. Ja, bin offline. Ich habe trotzdem einen Zuschauer. Lol, bin es ich selber? Egal, ich habe schon 3 Follower, Leute. Ah. Nee, aber ich finde Streams auf jeden Fall geil, weil man da besser mit der Community Dings bumsen kann. Außerdem mache ich das auch mit Facecam, also ihr könnt mich dann auch sehen, wenn ihr nicht wisst, wie ich aussehe und es euch interessiert. Ich stream meistens mit Facecam. Hast du heute eine gekauft? Meistens, 1. Mai. Ja, komm, das ist ja meistens. Heute waren 3 Streams von 3 Streams, das ist ja wohl meistens. ja. Aber ich habe das jetzt richtig schön eingestellt. Eichensetzling. Pflanzen wir gleich mal wieder Eichen. Ja, und darum mag ich Streams recht gerne. Ich schaue auch recht gerne Streams, weil Twitch einfach, finde ich, von der Atmosphäre her mittlerweile die bessere Plattform ist, weil auf YouTube Deutschland erstens recht viele Kinder sind, was mich jetzt persönlich noch nicht mal so stört. Aber was ich scheiße finde, ist, dass es halt richtig nur noch ums Geld geht und dass man das sieht. Ich meine, das ist auf Twitch jetzt auch bedingt so, dass einige Leute da sind, denen es nur ums Geld geht, aber das ist auf... Bei Twitch braucht man meistens eine bestimmte Anzahl an Aufrufe, damit man überhaupt Partner werden kann. Ja, das ist ja auf YouTube auch so, dass du richtiger Partner mit Geld verdienen und allem werden kannst. Brauchst du auch erst eine bestimmte Anzahl an Abonnenten oder halt Views eigentlich. Abonnenten sind eigentlich egal. Aber bei Twitch ist es ja so, da kannst du ja... Also da sind einfach nicht so viele Leute, denen es ums Geld geht, habe ich das Gefühl, weil dort nur Gamer sind. Und Gamer, ich kenne jetzt auch wenige Gamer im deutschsprachigen Raum, wenige Gaming-YouTuber, denen es nur ums Geld geht. Morgen muss ich... Oh, ich habe keine Hintergrundmusik, ist mir gerade eingefallen. Moment, Leute. Moment, Desktop... YouTube. Mal wieder Arrows. Das habe ich die ganze Zeit rein gehabt. Im Stream. Sollte so eigentlich nicht gut passen. Woher hast du gleich die Musik und welche verwendest du?
Von No Copyright Music habe ich einfach mal ein paar Tracks für Videos gehabt und die spiele ich. Kann jetzt man einfach auch irgendwas laufen lassen? Ja, normalerweise schon. Die GEMA ist das, kontrolliert das sehr, sehr selten. Auf Twitch oder wie? Oder auf YouTube? Ja, auf Twitch. Auf YouTube nie. Wenn du irgendeinen Copyright-geschützten Track hast, sofort ist die GEMA da. Da habe selbst ich schon Strikes. Und ich habe das einmal gemacht und einmal wurde es auch, habe ich auch einen Strike dafür bekommen. Hm. Also, das ist da ziemlich extrem. Okay, ich downloade mir mal ein paar MP3-Downloader. Okay. Ja, ich finde halt No Copyright Music richtig nice für so Streams. Das ist so Elektro, das ist so Gaming Music halt. Ja. Aber Stream finde ich auf jeden Fall recht nice. Das, mir passiert eigentlich richtig oft, dass ich einfach nichts mehr sage. ich habe jetzt alles schon mit Facecam und Rahmen und verschiedene Spiele auf verschiedene Rahmen und das habe ich jetzt alles schon eingestellt. Ist natürlich noch nicht alles komplett fertig, aber schon recht gut fertig. Ich sehe gerade ein Video, I'm so fresh, you can suck my nuts. Okay. Du weißt, dass die Videos nach dem Verlauf angezeigt werden. So. Ja, und ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr an Livestreams interessiert werdet oder ob ich die dann einfach für eine komplett neue Community mache. Ich werde aber meistens wahrscheinlich sagen, wann ich einen machen werde. Und wir werden uns ja einen Tag ausmachen, wo ich dann immer einen machen werde. Meistens wahrscheinlich Freitag, Samstag oder so. Ja, Freitag ist blöd, weil der Gronkh streamt. Und Samstag ist blöd, weil der Funk streamt. Okay. Wenn ich die eigentlich beide immer recht gerne selber schaue. Aber naja. Okay, ein Musikvideo habe ich schon. Nice. Ich glaube, meine Community ist aber auch großteils noch jünger, also würde es schon gehen, dass ich halt zuerst streame und dann Streams schaue. Weil Gronkh und Funk ja auch recht lange streamen. Meistens. Boah, der Download geht sowas von schnell, seitdem ich ein besseres Internet habe. Ja. Ach, ich krieg auch bald besseres Internet, oder bald. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt schon mal drauf geeinigt, dass ich besser ins Internet bekomme. Brain Power. So. Was wird denn auf deinem Kanal zu kommen, René? Überhaupt nichts. Ich glaube echt, dass es darauf hinauslaufen wird. Nein, ich werde schon Videos machen. Wie bei deinem alten Kanal, Reudel? Ja, ich hatte auch mal ein Team-Reudel-Kanal, da habe ich so 100... Ja, das stimmt. Macht nur alles. Aber mittlerweile bist du faul geworden und fett. Nein. Fett bin ich nicht. Ich weiß, ich auch nicht. Aber faul. Faul bin ich schon. Is You're the Best Around eigentlich Copyright geschützt? Wahrscheinlich. Aber wenn du es auf Twitch benutzt, ist es nicht so schlimm. Twitch ist sehr tolerant, aber auf YouTube musst du da extrem aufpassen. Okay. Ja. Ja, aber ich würde sagen, das war's auch wieder mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao.